Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um. Komm hoch. Um diesen kleinen Herrn. Schau mal in die Kamera, Schatz. So, Freunde. Es geht heute um ein Thema, wo ich jetzt nicht schimpfen möchte. Guten Morgen. Explizit, sondern allgemeinen Appell an euch so richten möchte. Allgemein einfach. Statt das Licht, glaube ich, ein bisschen. Sich dran gewöhnen. Schau mal. Die Kamera. Guck mal da. Ui, yeah. Das hier ist Rex. Rex wird 10 Wochen am Mittwoch alt. Ist ein reinrassig deutscher Schäferhund. Auch schon bei Tasso und überall angemeldet. Ja. Die Sache ist halt einfach die, dass mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute einfach beim Spazierengehen ihn streicheln. So. Das an sich wäre ja kein Problem, aber. Sie fragen ihn halt nicht. Also ihn. Mich. Die gehen einfach hin zu ihm und streicheln ihn. Weißt du, was ich meine? Und wenn er dann mal ausgewachsen ist und seine 40, 45 Kilo hat, dann haben wir ein Problemchen. Weil dann denkt er, er ist so beliebt und läuft immer zu jedem hin. Und dann bekommen die Leute Angst. Das sind dann die ersten Leute, die wo Angst haben. Und das will ich halt nicht. Mein Hund soll gute Erziehung genießen, der bekommt ja alles gut mit, der sieht ja, wie ruhig er ist. Er ist eine ruhige Seele. Er ist ganz brav. Ja. Deshalb tut mir einfach den Gefallen allgemein, auch bei anderen Welpenhunden oder so, geht nicht einfach hin und streichelt die so. Fragt einfach den Besitzer. Ja, ja, schlaf weiter. Fragt den Besitzer. Ob ihr ihn streicheln könnt, dann wird er ja oder nein sagen. Mehr als wie nein sagen kann er nicht. Wisst ihr, was ich meine? Von dem sind nicht schlimm. Die andere Sache ist die, ich habe nichts dagegen, wenn man ihn streichelt. Wenn man mich fragt. Heute zum Beispiel haben zwei, eine Frau und ein Mädchen. Ich labe ihn, glaube ich, zu viel. Eine Frau und ein Mädchen ihn gestreichelt. Das war auch kein Problem. Wisst ihr? Das ist so. An sich, it's not problem. Bloß halt dieses Übertriebene. Wir gehen eine halbe Stunde, drei, vier Leute streicheln ihn. Ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Ich will ja auch nicht immer stehen bleiben. Ich habe ja auch noch ein Leben. Es dreht sich ja eh schon alles 24 Stunden um den Hund. Versteht's einfach. Ist nicht böse gemeint oder so. Rex, komm her. So, Freunde. Das war's jetzt mit diesem kleinen nachdenklichen Video. Wenn ihr noch ein Video mit Rex haben wollt, dann schau erstmal die Kamera weg. Schau mal. Schau mal hier. Schau mal. Lasst dem Video ein Like da. Schreibt mir eure Meinung auch gerne in die Kommentare, je nachdem wie ihr wollt. Das, wie gesagt, war jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach meine Meinung. Und ich hoffe, ihr könnt mir den Gefallen tun und allen anderen Hundebesitzern einfach, sage ich jetzt mal. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Euer Alex. Hau rein. Hast du noch was zu sagen, Max? Hast du was sagen? Magst nichts mehr sagen? Ich glaube, der will nichts mehr sagen. Hau rein. Peace.